Hey und herzlich willkommen zum Vergleichsvideo zwischen dem Aquamarina Fusion und dem Aquamarina Beast. Wir haben zu beiden Boards schon eigene Testberichte gemacht. Wenn du noch mehr über die beiden Boards lernen möchtest, guck dir am besten die jeweiligen Testberichte dazu an, die wir auch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt haben. Wir machen es bei unseren Vergleichen immer so, dass wir auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingehen hinsichtlich der Bauweise, den Fahreigenschaften und dem Zubehör und geben dann eine Empfehlung ab, wer lieber zu dem einen Board und lieber zum anderen Board greifen sollte. In diesem Fall sind die beiden Boards in allen ihren Belangen doch relativ ähnlich, weshalb wir hier es relativ schnell und kurz fassen können. Der wesentliche Unterschied betrifft die Bauweise. Und zwar ist das Aquamarina Beast ein Board, was 3,20 m x 81 x 15 cm groß ist, während das Aquamarina Fusion nochmal 10 cm länger ist. Da kommen wir entsprechend auf eine Größe von 3,30 m x 81 x 15 cm. Und wir haben auch daher ein höheres Volumen. Und zwar hat das Aquamarina Beast ein Volumen von 300 Liter und das Aquamarina Fusion ein Volumen von 320 Liter. Das sorgt halt vor allem für eine höhere Tragkraft beim Aquamarina Fusion. Entsprechend ist das Beast unserer Meinung nach optimalerweise für so 90 bis 95 Kilogramm schwere Paddler und maximal für ein Gewicht von 100 Kilogramm geeignet, während man das Aquamarina Fusion auch gut für Paddler, die 100 Kilogramm und mehr wiegen, nutzen kann. Entsprechend kann das Aquamarina Beast vielleicht so für Fahrten mit einem leichten Erwachsenen und einem Kind an Bord genutzt werden. Im Aquamarina Fusion kommt man schon fast in die Region, dass man sagen kann, man fährt mit zwei leichten Erwachsenen, wovon einer auf jeden Fall sitzen wird, oder einem Kind auf dem Board auch mittellange Touren, weil man entsprechend halt diesen extra Auftrieb hat durch die längere Länge und das größere Volumen. Kurzer Hinweis, ich habe euch unten in die Videobeschreibung zusätzlich zu den Links zu den Testberichten noch Links zu aktuellen Angeboten gepackt, wo ich entsprechend die verschiedenen Preise vergleichen könnt, denn dazu kommen wir gleich. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig bei den Aquamarina Boards. Erstmal noch der Hinweis zu den Fahreigenschaften, die sind wirklich extrem ähnlich. Also wenn man beide Boards fährt, wird man merken, das Aquamarina Fusion ist ein bisschen schneller, so nach dem Motto Länge läuft. Man wird einfach weniger stark nach links und rechts abweichen, aber der Unterschied ist minimal. Also die beiden Boards sind doch relativ ähnlich. Aber beim Lieferumfang gibt es Unterschiede, denn es gibt beide Boards in zahlreichen Varianten. Also irgendwie bietet jeder Händler da andere Konstellationen an, was das Zubehör betrifft. Muss man wirklich aufpassen und immer schön die Preise vergleichen. Immer gucken, ist jetzt hier wirklich alles dabei, was ich haben möchte. Deshalb haben wir euch genau auch mehrere Links in die Beschreibung gepackt. Klickt einfach alle mal durch und guckt euch da entsprechend an, wo kriegt ihr genau das Set, was ihr haben wollt. Genau aus diesem Grund will ich auch gar nicht genau darauf eingehen, was das Zubehör ist, weil es ist genau gleich. Beziehungsweise man kann bei beiden Boards nicht komplett wilde Sets zusammenstellen oder genau dieses eine Angebot finden, wo alles dabei ist. Da gibt es jetzt keinen großen Vergleichswert wegen des großen Angebots. Schaut euch dann einfach selbst die verschiedenen Versandhändler genau an, was es da so gibt. Kommen wir zum Fazit. Also eigentlich alles beschrieben, das Aquamarina Fusion ist etwas besser für etwas schwere Paddler geeignet. Oder wenn man das Board vielleicht regelmäßig mit dem Kind an Bord belasten möchte, weil das Aquamarina Fusion mehr so Solo-Board ist, beziehungsweise für leicht Erwachsene mit einem Kind an Bord. Das ist auf jeden Fall der wesentliche Unterschied. Ansonsten sind die beiden Boards sehr, sehr ähnlich. Beide sind eine gute Wahl, gute Qualität, besser als die im Baumarkt. Also auf jeden Fall eine gute Wahl für Einsteiger. Alles klar, das war's von der kurzen Einschätzung. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.